Hallo, ich würde Sie gerne fragen, erstmal, von welchem Rotary Club kommen Sie denn und wie heißen Sie? Wir kommen beide vom Rotary Club Weiz, das ist in der Steiermark in Österreich. Und wir sind die Familie Ederer, Andrea und Herbert. Könnt ihr auch noch was dazu sagen? Wir sind schon 27 Jahre verheiratet, aber seit heuer rotarisch befreundet, weil meine Frau auch im Rotary Club Weiz aufgenommen wurde. Dann würde ich Sie fragen, was sagen Sie zu dem Friedensprojekt? Ja, ich finde das Projekt toll, überhaupt das Jahresthema im heurigen Jahr, Friede durch Einsatz und auch das Verständnis von Präsident Anaka, dass alles, was wir für die Menschen machen, für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, dem Frieden dient und nicht nur die Verhinderung von Kriegen. Und was denken Sie zum Thema Frieden? Ja, ich denke, der Friede beginnt einmal bei mir selbst. Es ist mal ganz wichtig zu sehen, wofür stehe ich, was kann ich beitragen, und der zweite Schritt, den anderen kennenzulernen und zu fragen, wofür steht er, neugierig zu sein auf den anderen und auf seine Ideen vom Leben, und das ist so der erste Schritt zur Verständigung, glaube ich. Okay, und was haben Sie denn für ein Projekt aufgebaut zum Thema Frieden? Wir haben das Projekt unseres Clubs mitgebracht in einem Poster, und zwar ein nachhaltiges Projekt, wo wir vom Club her eine Photovoltaikanlage errichten und der jährliche Ertrag, der Stromertrag, kommt sozialen Projekten der Region zugute, und wir haben parallel dazu, weil wir auch internationale Projekte machen, ein gleiches Photovoltaikprojekt in Ruanda, wo wir ein Spital mit Energie versorgen und auch die, eine Wasserleitung bauen und den Pumpenbetrieb durch Photovoltaik sichern. So wollen wir einen Beitrag einerseits für die Umwelt, andererseits auch für die Nachhaltigkeit und für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. Super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview. Bitte, gern.